Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zur 12. Episode unseres Chaos Story The Lunatic Obscura Let's Plays. Davon jetzt die 3. Episode im Cold Mountain und ich hoffe, mit die letzte. Heute prügeln wir uns durch die letzten 2 Teleporter, killen die letzten Endbosse und dann gehen wir hoch. Hoffentlich haben wir dann noch genug Zeit, um auch dann dieses Level insgesamt dann auch abzuschließen und hier rauszukommen, dass wir, ja, endlich mal ein bisschen storytechnischer vorankommen, weil dieses ganze... Der ganze Cold Mountain ist einfach nur Gekloppe und Zeitverschwendung. Es ist nur trainieren, also richtig was zum Spielen eher, anstatt irgendwie was zum Story genießen oder so. Und das wird das Let's Play, glaube ich, nicht so cool. Ich habe heute richtig Bock drauf, ich will das Ding durchhaben und ich hoffe, das kriegen wir hin. Die letzten 2 Episoden waren relativ kurz, weil es halt relativ schwer ist, aber das Gefühl zu haben, wie lang ist die Episode eigentlich, wenn man dann dauernd diese Kämpfe hat, die man nachher dann runterdampft. Und ich wusste halt nicht, wie viel dann Zeit dann nachher dann übrig bleibt. Wie man auch vielleicht hinten sieht bei mir, hängen jetzt ein paar Gitarren mal dran. Katze ist, glaube ich, auch mit dabei, so halb. Aber die wird ihn nicht so weit stören. Mein Surface guckt auch von da hinten mit, ein bisschen mit. Und ja, gehen wir auf die letzten 2 Viecher zu, machen die fertig und schauen mal, dass wir endlich mal aus den Cold Mountain rauskommen, sodass wir ein bisschen mal was anderes sehen, außer immer das Ding hier. Oh. Let's go. Ich habe mich schon eingedeckt mit Sachen, habe schon eingekauft, daher sollten wir genug Stuff dabei haben. Okay, that's interesting. So, erstmal, ist es gut hier, dass man hier so gut leveln kann? Die Charaktere steigen richtig schön auf. Jeff ist gar nicht mehr so weit weg von den Levels her, so mit 25. Ist das schon ganz nah dran an Toxito. Zweitens gehen die Kämpfe jetzt ein bisschen schneller. Und drittens, wir haben ein bisschen Stuff gelernt, was mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Ich glaube, Toxito hat was gerade gelernt. Hab ich das richtig gesehen? Oder war ich das? Ich ja, Dune. Also ich weiß, dass Jeff was gelernt hat, aber warte mal, da war doch noch was anderes. Schnell, Blitzer, Senken, Defensor. Ha. Bin ich jetzt doof? Habe ich das jetzt gerade verpennt, welche Technik das war? Mist. Auf jeden Fall hat Jeff hier Holy 2 gelernt. Ah, okay, gut, er kann Holy 1, aber das Ding ist halt nicht im Kampf verwendbar. So wie wir es schon das letzte Mal gesehen haben. Sehr gut, Holy 2 könnte vielleicht mal passen hier und da, wo man es benutzen könnte. Oh. Ah! Panther hat was Neues gelernt. Magische Barriere erhöht Schutz gegen Elementarangriffe. Nice! Endlich hat er mal eine zweite Technik neben Wegfegen. Könnte ganz praktisch sein. Ich weiß gar nicht, ob das die einzigen 2 Techniken sind, die er lernt, oder ob er noch eine hat. Dafür muss man den Bunker auch ganz schön hochleveln. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir lang schon wieder? Ich will mich nicht wieder verlaufen, aber es sieht aus, als ob das straightforward wäre. Ja, relativ straightforward. Und gegen den Geist ist es noch ganz gut, dass wir Holy haben. Mittlerweile Holy 2, das macht vernünftig Damage gegen ihn. Macht den Kampf leichter. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht so einen Schlangenweg gehen, bis wir beim Boss sind. Oh. Dieses unterbrochene Commentary ist auch ein bisschen weird andauernd. Aber gut, so läuft das dann nun mal eben hier. Irgendwie nicht so effektiv bei keinem Grad Impere zu benutzen. Gucken wir mal, ich hoffe... Ah, wir sind so quasi in der Mitte. Ach komm, jetzt die letzten 2 Male war es unten. Kann es jetzt nicht mal oben sein? Und es ist bestimmt schon wieder unten. Ich mache das jetzt einfach durchgängig. Ich gehe jetzt immer oben lang und mal gucken, ob das der richtige oder der falsche Weg ist. So, schauen wir mal, ob oben immer falsch ist oder ob es immer richtig ist. Wow, wir haben genau auf 0 MP runtergezaubert. 250, ne? Ja. So, ob das soweit so richtig ist alles oder nicht, werden wir dann jetzt sehen. Spaß ist es allemal immer falsch zu sein. Okay.
Gucken wir mal. Oh Gott, es sieht schon wieder so falsch aus, aber ich hoffe, es ist diesmal einfach nicht falsch. Es kann doch nicht immer falsch sein. Neue Technik. Oh yeah. Bei Toxito, glaube ich, ne? Morpheus. Schläfert einen Gegner ein. Ich frage mich jetzt, ob es tatsächlich einschläfert oder den Gegner zum Schweigen bringen sollte. Welche das von beiden Techniken ist. Ich habe keine Ahnung. Interesting. Aber diese statusverändernden Techniken sind, glaube ich, nicht so gut. Also, es ist nicht wie bei Pokémon, wo es vielleicht irgendwo Sinn macht, wenn man nicht gerade einfach die ganze Zeit mit Signo cheatet. Einmal hier. Einmal hier. Ja, das war okay. Das kann man so geben. Das ist bestimmt falsch hier oben. Das ist bestimmt sowas von falsch. Da ist gleich hinten nichts und ich hätte wieder unten lang gehen müssen. Es ist doch immer so. Ich wusste es. Ich hätte runtergehen sollen. Gott! Warum? Warum gehen unten immer die Sieger lang? Das war interessant, dass man jetzt eben gerade nichts gesehen hat, außer dem Blindzustand. Interessanter kleiner Hack. Dadurch, dass wir uns irgendwie mitten im Statusmenü die ganze Zeit aufgehalten haben. Okay. Jetzt einmal die ganze Chose runter. Spaß. Mann, die Gegnerkombination, die stirbt einfach sofort ab. Vor allem mit Primitivschlag ist es tot. Müssen wir dann beim letzten dann auch nochmal runtergehen? Mann, ich will nicht an dort runtergehen. Einmal heilen. Vor allem, dass Panther ja auch so viel HP hat. Lohnt sich noch nichts. Gehen wir weiter. Oh Gott, schon wieder weiter nach unten? Komm, dann gehen wir weiter nach unten. Vielleicht ist es ja richtig. Und da sind noch mehr Techniken dazugekommen bei Toxito. Wir haben jetzt Schweigen tatsächlich. Das quasi bringt einen Gegner zum Schweigen. Ein Gegner schweigt, quasi die Beschreibung von Konfusion hat. Und Senken SE senkt die Statuswerte aller Gegner minimal, statt Senken, dass es nur auf einen macht. Kostet zwar ordentlich MP, aber ist eine sehr, sehr nette Technik in einigen Kämpfen, vor allem wenn man richtig raufkloppen muss mit seinen Waffen. Auch wenn ich stark überrascht bin bisher vom Let's Play, dass die Waffen so schwach waren. Ich war immer so der Erinnerung, dass die richtig stark waren und richtig mal reingehauen haben. Bisher ist der Damage wirklich schwach. Also man ist eigentlich nur quasi die ganze Zeit am Zaubern. Was ich eigentlich ganz cool finde. Weil dadurch halt die Zaubermechanik halt die ganze Zeit genutzt wird. Yes! Yes! Richtigen Weg genommen! Finally mal! Oh! Bitte kein Kampf! Oh, wäre ich oben lang gegangen, wäre bestimmt genauso richtig gewesen. Aber egal. Oh, das hätte der Feuergeist sein sollen. Warum hat das denn jemand anders bekommen? Was ist denn das dann jetzt? Was fehlt denn noch? Blitz? Oh, Erde haben wir schon eingefangen. Blitz und Wasser fehlt noch, oder?
Ja. Oh Gott, wir haben gegen beide keine wirklichen Pro-Zauber. Das heißt, der Kampf würde länger dauern. Sagen wir es mal so. Gehen wir hier nochmal einen Imperia drauf. Und gucken mal, gegen was wir kämpfen. Donnergeist, yes. Ich glaube, da ist Wasser wenigstens noch effektiv. Ist eigentlich Blitz auch effektiv mit das? Ich habe keine Ahnung. Ich muss gleich alles ausprobieren. Ich glaube nicht. Ihr seid doch Freunde vom Erdflammen- und Wassergeist, oder? Warum hat er dann so eine gelbe Robe, wenn er eine rote hat? Erstmal ein Diener-Kill natürlich. Aqua 3 ist jetzt nicht so stark. Aber ist. Oh, wir. Ach! Warte mal, hä? Haben wir schon gegen den Wassergeist gekämpft? Oh Gott, ich bin so vergesslich. Ja, stimmt, haben wir. Ist Wegfegen gut gegen Donner? Oh yeah. Das heißt, Erde 3 macht auch gut Damage, oder? Oh, das ist sehr gut. Das gefällt mir. Oh, das heißt, wir können wieder Wegfegen nicht so viel benutzen. Aber das heißt, wir haben ein sehr, sehr gutes Matchup eigentlich mit Aqua 4. Das tatsächlich nicht so viel Damage macht, irgendwie. Ich glaube, Eis 4 wird so viel mehr Damage machen. Hier machen wir, glaube ich, einfach Heil-Action mit ihm hier. Das ist, glaube ich, ganz solide. Noch einmal wegfegen und dann reicht es, bevor wir das Game wieder grillen. Ich weiß gar nicht, wenn ich Aqua 4 weitermache, das sollte trotzdem immer noch mehr Damage machen als Aqua 3. Was auch weird ist, dass einfach der auf mehrere gehende Zauber noch stärker ist als der vorherige. Ins Gesicht. Das heißt, der Kampf wird gar nicht so lange dauern. Hä, was fehlt denn dann noch? Wie ich einfach Wegfegen nicht benutzen darf, damit ich nicht meinen Game crash. Das ist so gemein. Ich will Wegfegen benutzen. Die Technik ist immer noch broken. Die macht immer noch so derbe Damage. Wenn es ein Monster ist, das schwach dagegen ist, mach erstmal 3.000-4.000 Damage. Hey, was fehlt denn da noch? Feuer? Ich muss einfach nur in meine Technikenliste gucken, dann weiß ich, was fehlt. Warte mal, Erde 4 haben wir aber auch noch nicht. Das ist doch der Erdgeist, aber den haben wir doch gefangen. Ah! Warte mal, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Heißt es, wir sind automatisch weiter, weil wir den Erdgeist gekillt haben schon? Müssen wir nicht in den letzten Raum? Was fehlt denn da noch? Ach, Eis fehlt noch. Der Eisfuzzi fehlt. Stimmt. Der Eisfuzzi haben wir noch nicht. Das Wichtigste. Also das wird... Okay. Eisfuzzi. Ich hoffe, er stirbt bald. So viel muss es ja... Ja, mach Blitz. Das ist super schwach. Ich find's gut, dass sie keinen Level 3 Zauber können, sonst das wäre echt hart. Also das wird wehtun. Wenn das auf einen noch rauf geht. So. Nein, kein Wegfegen. Wir möchten das Spiel nicht crashen. Das ist so gemein, ich will. Wegfegen, beste Technik. Ja, komm. Das waren jetzt schon ordentlich Damage. Also langsam. Komm, Aqua 3 jetzt nochmal. Yes. Und schon fertig ist der Gegner. Solide. Oh, was geschieht mit mir? Donnergeist gefangen. Dune hat Blitz 4 gelernt. Was gut wäre gegen den Wassergeist. Aber dafür hatten wir jetzt Wasser, was gut gegen den Blitzgeist war. Solide. Oder Donnergeist. Okidoki. Einmal ordentlich heilen. Das passt perfekt. Ist ein leichtes Minus. Will ich jetzt nicht unbedingt das leichte Minus. Da machen wir das so. Und ja, da fehlt uns noch einer und dann haben wir es. Und das ging jetzt diesmal schon ein bisschen schneller. Nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich auch spielerisch ist es weniger gewesen. Für eine Zeit. Immer noch keine Lust, gegen die Gegner zu spielen. Dauert mir einfach viel zu lang. Zeitverschwendung. So. Imperia für jedermann. Immer noch kein Interesse am Spalter. Und ich glaube, wir müssen nach unten, ne? Ja.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch heilen will oder ob ich es schaffe. Ich glaube, ich schaffe es nicht bis zum Dings. Und wenn, habe ich schon wieder Knete verballert hier, weil ich... Also, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Ich schaff's jetzt wahrscheinlich und habe mich umsonst geheilt. Ich wusste es, wie immer. Alter. Manno. Wow, hohe CPU-Auslastung. Ich bin überrascht. Wovon? Speichern. Slot 12, da Let's Play Nummer 12. Jetzt decken wir uns nochmal ein bisschen mit Stuff ein und... Naja, es ist gruselig indeed. Alter, wir haben ordentlich Imperia verballert. Und gehen jetzt zum letzten Geist. Yes. Yes. Das ist der mittlere. Speichern. Und hier oben müsste es jetzt immer noch versiegelt sein, ne? Weil uns fehlt der letzte Geist. Genau. Dann gehen wir mal zum letzten Teleporter. Ach, die führt direkt zu dem vom... Okay. Das war ja einfacher als gedacht. Total vergessen. Das ist die heilige Stätte vom Erdgeist. Die ist direkt betretbar. Ich glaube, oben ist auch die Treppe oder so von dem Ding. Weil die sind ja alle irgendwie auf Stockwerken. Und da wir ja die Erdgeist besiegt haben, müssen wir einfach nur hier reingehen, um Erde 4 zu erlernen. Wow, wir hätten uns da mit dem Blitzkampf noch viel einfacher machen können. Oh Gott. Und ich habe mich hier so Sorgen gemacht darum, dass wir uns hier so lange noch durchkloppen müssen durch noch eine. Ja, dann wisst ihr, was noch fehlt. Der Eisgeist. Ich habe mich nämlich gewundert. Hä, irgendwie war da nicht so ein Superboss irgendwie, wenn man dann hier rausgeht und so. Das heißt, wir haben jetzt alles durch. Und jetzt müsste diese Türen entsiegelt sein. Das heißt, reden wir nochmal mit unseren Charakteren. Ich glaube, die sagen immer noch das Gleiche. Mhm. Ja, immer noch das Gleiche. Ah ja, apropos, wir haben doch eigentlich noch bestimmt ein bisschen Stuff zum Verkaufen hier eigentlich. Hier ein paar Eternal Flames, die können wir mal hier loswerden. Oh, nicht wirklich. Das war's schon eigentlich, weil... Die Tränke, weiß nicht, ob ich sie benutzen will überhaupt. Das finde ich ein bisschen Cheating. Weil die gleich die ganzen Stats verändern. Wahrscheinlich, wenn wir mit ihm reden, geht's weiter, oder? Ah, Xorza Aquas. Das war eine gute Idee, die Geister zu bekämpfen und einzufangen. Ihr habt jetzt neue Abilities und die Türen sind nun offen. Das stimmt. Gut, das heißt, wir sind sowas von durch mit diesem scheiß Gold Mountain. Nice. Und der Kampf gegen den gegen Eisgeist sollte einfach sein, da wir ja Feuer 4 haben. Ah, endlich geht's weiter. Kommen wir auch hier wieder zurück? Ah, sehr nice. Sehr, sehr nice. Gespeichert haben wir, oder? Wir speichern nochmal zur Sicherheit zum 5. Mal. Ich liebe Speichern. Speichern ist die tollste Erwindung der Welt. Nacherholen. Und ja, wenn jetzt die Schose abschmiert, dann sollte das kein Problem sein. Wir gehen links lang. So, jetzt müssen wir quasi jeder dieser Stockwerke, da waren ja immer, wir waren in diesen Stockwerken, wo wir durch das Labyrinth gegangen sind, die waren alle so, da war immer so eine Treppe in der Mitte, die müssen wir jetzt, glaube ich, hochgehen, glaube ich, weil das hier ist, ja, das ist Erdgeschoss und die anderen waren Obergeschosse, glaube ich, so wie ich das, wie ich jetzt richtig gelesen hatte, genau. Und die gehen wir jetzt quasi, wir sehen jetzt einfach, wo wir hier lang gehen. Das waren die anderen Stellen, das war, glaube ich, eben, wo wir gerade waren, dann hier, das war der Spaß. Oh, ich erkenne die Parts wieder. Und jetzt sind wir oben, an der Bergspitze. Wir können auch nicht nach links raus, oder? Es kommt rechts raus. Schade, das heißt, wir können nicht checken, was auf der linken Seite ist. Ja, sieht auch schon wieder aus wie der Flammengeist, aber ein bisschen interesting. Möge der Kampf beginnen. Ihr seid also wirklich bis hier oben hingekommen. Tja, dann werdet ihr halt auch hier sterben. Ich glaube, der Eisgeist hat die höchsten Stat-Werte von allen. Oh wow, 1-1. Ich glaub, der Kampf sollte nicht so lange dauern. Feuer 4 ist broken. Ich frage mich, was sonst noch so bei den Damage macht. Machen wir mal hier ein bisschen wegfegen. Ist Erde 4 gut gegen die? Die sieht cool aus. Ding, 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 ding. Haben wir jetzt die reguläre Endgegner-Kampfmusik? War die nicht bei den anderen Kämpfen eine andere? Alter, Feuer 4 ist Bananas. Ein bisschen heilen. Weil wir es können. Ich kann eigentlich mal diese magische Barriere benutzen. Mal sehen, wie winzig darauf reagiert.
Ist nicht viel besser, glaube ich. Ist, glaube ich, ähnlich. Oh, der Dean hat mehr Life. Definitiv. Der hat jetzt über 12.000 Damage gekriegt. Kann doch nicht sein, dass er noch steht. Aber da muss man aufpassen, dass Miststück heilt immer wieder. Oh, jetzt muss er doch langsam abschmatzen. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch den Eisgeist. 500. Solider Damage. Solider Damage. Oh, weiterhin mit Feuer 4. Macht guten, soliden Damage. Oh ja, endlich der letzte Gegner. Endlich können wir weiter. So schön. So schön. Ja, klopfen wir einfach drauf. Hier brauchen wir ein paar Imperia. Konfusion. Kann ich ihn einschläfern? Ich glaube nicht. Das ist ja witzig. Da könnte ich mal draufkloppen. Aber jetzt können wir uns mal die Techniken angucken. Vielleicht können wir ihn konfus machen. Dann zaubert er auf sich selbst los. Oh, dieser 4000 Damage, der ist so nice. Machen wir noch mehr magische Barrieren. Oh, da sieht man richtig, das halbiert der Damage quasi. Schweigen. Das wäre nice, wenn er nicht mehr zaubern kann. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Though. Ach, er kann Eis 3. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja Eis 3. Das macht ordentlich Damage. Das stimmt. Das ist interessant, dass er es kann. Aber guck mal, aber dort wird halbiert. Das ist sehr, sehr nice. Magische Barriere hat einen sehr guten Sinn hier. Endlich kann jemand mal die Level 3 Zauber. Ich glaube, bei den anderen ist sie viel, viel seltener überhaupt eingestellt, wenn sie es überhaupt können. IQ Plus für mehr Damage. Was? Jetzt schon vorbei? Was ist das denn? Lame. Ich glaube, das kann ich immer treffen, das ist das Problem. Feuer 3 dann. Ja, Dune ist hier unser Beatstick. Unser Damage-Dealer hier. Die ganze Zeit mit seinem Spells. Konfusion. Was? Wir haben ihn konfus gemacht? Er ist blind und im Chaos-Modus. Jetzt haut er sich selbst. Sehr nice. Aber leider, machen physische Angriffe relativ schnell wieder ein Normal. Daher wird er wahrscheinlich sich nicht mehr so verlangen. Das ist wirklich cool, dass das wirkt. Ich bin überrascht. Wer ist nicht unter magischer Barriere? Ich glaube... Ah, nee, er war schon. Ich glaube, nur noch Panther ist nicht mehr oder so. Schade. Oh, ja, also der hält sich gut entgegen, aber auch das liegt auch daran, dass wir halt keine effektiven Zauber gegen ihn haben, außer Feuer 4. Alle anderen können halt nicht so viel Damage geben. Daher dauert das wieder ein bisschen länger. Immer viel magische Barriere, dann sollte es bei ihm auch nicht mehr so reinhauen. Komm, Konfusion. Ah. Dass die Zauber echt mal effektiv sein würden, das überrascht mich jetzt schon. Mal gucken, wenn der Damage ist halbiert. Nobody cares. Nur noch 90 bei Dune. Da kann ich Counter heilen. Oh, oh wow, der normale Feuer hat die gekillt. Sehr nice. Oh, sehr Antiklima. Climax. Antiklimatisierend? Was? Naja, ihr wisst, was ich meine. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Eisgeist gefangen. Dune hat Eis 4 gelernt. Okay, und wo geht's jetzt weiter? Okay, ich dachte, jetzt geht's irgendwie weiter. Finde ich interessant. Heilen wir mal unsere Leute. Okay, wo geht's jetzt direkt dann weiter? Wollen wir zur Treppe gehen? Okay, wieder runter. Oder mussten wir jetzt mal alle besiegen, damit unten dann die Story weitererzählt wird? Ich weiß es selbst nicht mehr. Zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. 2012 war das? Ich glaube ja. Okay, dann wieder zurück. Ich glaube, hier gibt es keine Random Encounter in diesem Raum. Guck mal. Jetzt gibt es einen Durchgang hier.
Mhm, Magic. Warum ist jetzt einfach da? Warum ist es erschienen? Man weiß es nicht. Wir speichern erstmal, freuen uns, dass wir schon mal richtig ordentlich heute was abgearbeitet haben und reden mal mit denen. Okay, die labern immer noch das Gleiche. Nichts Neues, aber wir sind so gut wie aus dem Ding hier raus. Das ist so nice. Das ist so nice. Warte mal, ein bisschen Imperia entdecken. Oh, so viel brauche ich gar nicht. 30 ist ein solider Schnitt. Was sagt denn Xorf? Was ist das für eine Treppe? Das werden wir jetzt herausfinden. Cold Mountain, erstes Untergeschoss. Oh, hier gibt es, glaube ich, Random Encounter, oder? Oh, wie viele Untergeschosse gab es? Das weiß ich nicht. Das heißt, wir haben doch noch ein paar Kämpfe für uns. Denke ich mal. Natürlich. Ich dachte mir, wir machen das ganze Ding mal wieder mal schön kurz und knackig gegen die. Vielleicht sind wir mittlerweile stark genug. Nope. Aber. Panther lernt neue Technik. Sandsturm. Große Bruder der Technik mit sich. Wegfegen. Mann, warum erlernt er jetzt erst den ganzen Stuff so spät? Beziehungsweise, wir haben vielleicht einfach nicht genug Level gehabt, aber das wäre bestimmt eine gute Technik gewesen gegen den Flammengeist. Wahrscheinlich macht das Ding richtig Damage, wenn das der große Bruder ist. Also, kostet nochmal 21 MP mehr. Probieren wir doch mal gleich aus in dem Kampf. Bestimmt spaßig. Aber nicht gegen, hier, Spalter. Kein Bock. Obviously kommt er dann. Natürlich. Dieser Schlangenweg. Ich will die große Technik, gegen den großen Bruder der Technik benutzen. Aber nicht gegen die Gegner. Da ist das nicht so effektiv, weil der Golem einfach alles absorbiert, was mit Erde zu tun hat. Oh Gott. Ja, da probieren wir es doch mal aus. Das sieht doch mal nach einem soliden Kampf aus. Wir machen mal ganz entspannt noch Feuer 2 MP sparend hier mit Yun. Dann sterben die Diggis da auch nicht. Und probieren es jetzt mal aus Sandsturm. War das ein Unterschied? Was? Das sah aus wie Wegfegen, ganz normal. Da lernt jetzt die große Brudertechnik und... Macht die denselben Damage? Macht die überhaupt mehr Damage? Wut? Oh, Eis 4 sieht zu geil aus. Aber irgendwie ist Eis 3 genauso stark. Ich weiß nicht, was mit Eis 4 los ist. Was hat der denn? Chaos? Blind? Okay, warum ist er verwirrt? Wer hat die verwirrt? Ah, das ist die andere Wegfegentechnik, die verwirrt auch noch den Gegner. Ah, Sandsturm ist gar nicht so unsolide drin. Okay. Aber irgendwie vom Damage her ist es so. Und ich quasi das gleiche und ich habe keine Zauber mehr schon wieder. Digga. Ja, bei meiner Menschen macht er eh keinen Damage. Den muss ich einfach nur mit Eis bearbeiten. Gesagt. Guck mal, das macht genauso viel Damage wie Eis 4. Ich hoffe, wir sind hier gleich raus. Meine Güte. Jeff braucht nie Imperium Nummer 2. Zu wenig Life Points. MP. Was sind wir hier richtig? Oh, geht noch weiter runter. Das ist so boring Mapping.
Oh Gott, was mir sehr gefällt an Sandsturm ist, dass es tatsächlich den Zustand Chaos hervorruft, der halt namenstragend für das Spiel ist. Und dadurch die Gegner sich selbst einen draufhauen und nicht uns angreifen, das ist super nice. Das Mapping ist hier grausam, unglaublich boring. Und was toll ist, endlich hat Jeff Leben erlernt, belebt einen Charakter und heilt 120 HP. Endlich was zum Wiederbeleben. Aber warum 120 HP festgenagelt? Das ist interessant. Man weiß nicht warum. Och, es gibt auch ein rechts und links. Wut. Oh. Ich dachte mir ja schon, das ist zu früh noch zum Spaß bei The Cold Mountain. Irgendwie so, hä? Da war doch noch irgendwas. Das ist das hier. Oh, statt dass wir da beim Erdgeist rumfummeln, fummeln wir hier unten im Untergeschoss rum. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Hier lang? Okay, es wäre egal gewesen, rechts, links oder... Oh. Warum kann man nicht von dem Typen flüchten? Speichern können wir eh nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwie ein Endgegner kommt oder so. Gucken wir mal. Raum. Und unsere Framerate droppt auch mal ganz rot. Okay, der lange Gang. Den kenne ich. Werden wir gleich nochmal zurückgehen? Wir gehen jetzt aber erstmal runter. Ich glaube, hier gibt es keine Random Encounter mehr. Es hat einen Sinn, warum hier diese Dinger so im Weg stehen. Weil man... Ja, jetzt... Ihr seht gleich, der lange Gang, der führt... Der ist eigentlich so lang, dass man... Ja, sehr weit südlich vom Cold Mountain rauskommt. Und dann sollte man... Dann wollte ich spielertechnisch halt nicht mehr erlauben, dem Spieler zurückgehen zu lassen. Zum Cold Mountain und zu den Maps davor. Damit die storytechnisch dann hier bleiben. Und das werdet ihr gleich sehen. Dadurch, dass wir jetzt gleich die Höhle hier verlassen... Jetzt sind wir erstmal raus aus Cold Mountain und dann zeige ich euch gleich, was ich damit gemeint habe. Ausgang. Oh, goodness. Kein Schnee mehr, kein Eis. Yeah, plus. Können wir hier speichern? Nein. Wir gehen raus. Wo sind wir hier? Ja? Vielleicht erinnern sich einige, als wir hier mit dem Schiff entlang gefahren sind. Die wissen, wo wir sind. Ansonsten wird sich das, glaube ich, gleich nochmal aufklären. Wir speichern jetzt einmal, gehen nochmal zurück in den Mountain und dann zeige ich euch, was ich gemeint habe mit dem Zurückgehen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob das schon jetzt gilt oder später. Wir schauen mal. Ich glaube, das müsste schon ab jetzt gelten. Wir gehen jetzt mal hier hoch. So, da wir jetzt sowieso jetzt halt nicht mehr so viel Zeit haben, dachte ich mir, also wie wir schon auch nicht an Zeit hier abgelaufen haben, mach mir dann auch das und dann soll es auch gut gewesen sein für heute. Aber ich wollte dir nochmal zeigen, was ich hier damit meine. Oh Gott, ist das hoch, weit. So, ich glaube, wir sind gleich da. Oh nee, man macht noch nicht, okay. Ich habe nichts gesagt. Oder, warte mal, einen Moment. Das ist interessant auf jeden Fall. Wenn man hier rauskommt, muss man draufklicken. Hier ist ein Klick-Teleporter. Hier ist auf Enter-Event statt auf Rauflauf-Event. Das finde ich interessant. Aber ansonsten habe ich euch gerade hier einfach gerade nichts gezeigt. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen storytechnisch noch weitergehen, bis wir dahin gehen können. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Das würde ich aber erst dann erzählen, wenn wir an dieser Stelle soweit sind. Das kann ich euch jetzt noch nicht spoilern. Daher... Es gibt einen Grund, warum man nicht zurückgehen soll, auch wenn man es halt auch einfacher hätte lösen können. Wer will nochmal zurück zum Cold Mountain? Keiner. Der ist... Oh, nerviges Shit. Ich bin so froh, dass wir da raus sind, jetzt endlich storytechnisch weitergehen können. Wir werden dann nochmal zurückkehren, sobald wir storytechnisch soweit sind, dass wir da nochmal hingehen können. Aber jetzt erstmal raus hier. Oh, ich bin so froh. Südkontinent ist das... Jetzt habe ich selbst gespoilert, wo wir sind. Jetzt brauche ich ja nicht zu erzählen. Okay, für die, die es halt schon wussten, Südkontinent sind wir jetzt und der hat dieselbe Musik wie der Nordkontinent. Wie kannte ich mich auch nicht gerade zusammenreißen, das nicht zu spoilern? Ja genau, hier haben wir die nächste Stadt. Wir konnten da ja vorher nicht hin, weil wir mit dem Schiff da nicht durchkamen, durch die Whirlpools, durch die Whirlies. Und wir werden da jetzt das... Nächstes Mal einsteigen, weil ich denke mal, das sollte genug für heute gewesen sein. Wir haben beide Geister fertig gemacht, den Eis und den Donnergeist.
und sind jetzt komplett aus dem Cold Mountain raus, was sehr, sehr nice ist. Das heißt, wir sind da raus, kein Generve mehr und wir können endlich mal uns ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren. Ich glaube, das ist das größte, dickste Level, wo man echt hängen bleibt und wo es einfach boring, nur Gekloppe weitergeht. Das wird bei den nächsten ein bisschen anders sein. Daher finde ich das ganz cool und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche dann wieder beim nächsten Let's Play, bei der nächsten Folge, bei meinem Lieblingszahl. 13 ist mein Lieblingszahl. Episode Nummer 13, das Chaos Theory, The Lunatic Obscura Let's Plays. Das war's dann hier heute von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.